Der ICE. Highspeed auf Schienen. Spitzengeschwindigkeit 330 km/h. Als ich im Führerstand das erste Mal über 200 km/h gefahren bin, war das Nervenkitzel pur. Die Ausbildung am Simulator. Knallhart. Störung. Störung. Scheiße. Störung. Der Kampf gegen den Zahn der Zeit. Schönheitskur im Inneren. Diesen Abwaschbar, da ist ein Anti-Graffiti-Schutz drauf. Neue Hochgeschwindigkeitsstrecken, gigantische Baustellen, Termindruck. Die Arbeiten müssen in 4 Wochen spätestens abgeschlossen sein, ansonsten gefährdet das die gesamte Baumaßnahme. Und die nächste Generation. Bremsentest beim ICE 4. Ach du. Zack. Notbremse. Der ICE. Eine Erfolgsgeschichte mit Rückschlägen. Das ICE-Werk München Hauptbahnhof. Dieser ICE 1 soll heute nach Hamburg-Altona starten. Doch dazu muss er erst einmal in den Hauptbahnhof München überführt werden. Die Aufgabe von Triebfahrzeugführerin Kerstin Schwendner. Vor der Abfahrt checkt die 23-Jährige die Systeme, vor allem die Bremsen. Wir überprüfen, ob die Bremsen anlegen und lösen. Dadurch, dass wir mehrere Bremssysteme haben, einmal elektrisch und einmal pneumatisch, müssen wir beides überprüfen. Ich gehe jetzt auf die pneumatische Ansteuerung und ich sehe hier in diesem Display, dass jeder Wagen, das sind hier die Triebköpfe, wir sitzen hier, dass alle Bremsen anlegen. Und auch die elektrische Ansteuerung der Bremsen funktioniert einwandfrei. Das Signal geht auf grün. Die Lokführerin kann aus der Halle fahren. Mit dem Achtungspfiff überprüfe ich zum einen, ob die Pfeifeinrichtung funktioniert und warnen auch die Werkmitarbeiter, weil wie Sie sehen, hier sieht man ziemlich schlecht die Leute. Deswegen muss ich auch sehr langsam rausfahren, weil es einfach sehr gefährlich ist, weil der Zug steht nicht sofort in 2 Sekunden. Die Überführungsfahrt zählt als Rangierfahrt. Das heißt, die maximal erlaubte Geschwindigkeit beträgt 25 km/h. Dennoch muss die Lokführerin bei der Einfahrt in den Bahnhof besondere Vorsicht walten lassen. Also die Schwierigkeit bei der Zufahrt auf dem Drehbock ist, ich muss zum einen die Geschwindigkeit beachten, ich muss bremsen. Ich muss aber auch gucken, die Fahrgäste, heute haben wir Glück, dass sie nicht so nah an der Kante laufen. Weil oftmals, wenn ein Zug auf einem anderen Bahnsteig ankommt, laufen die Leute ganz rechts rüber und achten nicht drauf, dass ich aber mit dem Zug komme. Und die Sogwirkung ist bei 25 km/h ist hier auch schon vorhanden. Während auf dem Bahnsteig schnell noch das Bordrestaurant beliefert und Leergut ausgeladen wird, übergibt Kerstin Schwendner den ICE an Triebfahrzeugführer Lutz Jeckel, der den Zug bis Kassel fahren wird. Zugbeeinflussung. In unserem V-Sollsteller, das ist für die automatisch fahrende Bremssteuerung, stelle ich die zugelassene Geschwindigkeit ein. Der V-Sollsteller funktioniert im Prinzip wie ein Tempomat beim Auto. Für den 24-Jährigen gilt Höchstgeschwindigkeit 40 bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof München. Danach darf Lutz Jeckel beschleunigen. Bei dem Signal hier vorne wird jetzt Halt erwarten angezeigt. Also in 1 Kilometer haben wir ein rotes Signal, wir müssen halt davor anhalten. Diese Signale muss man auch quittieren, wenn wir es nicht tun, kriegen wir eine Zwangsbremse. Ja, das Signal jetzt vorne hat sich auf Fahrt gestellt, also können wir wieder so beschleunigen. Aber nur ganz kurz. Denn der ICE fährt auf den Bahnhof Pasing zu. Und zwar nicht auf dem sonst üblichen Gleis. Jetzt ruft uns der Fahrdienstleiter an. 8:82, guten Morgen. Lutz Jeckel soll das Tempo wieder drosseln. Und zwar deutlich. Alles klar, okay. Geht am Bahnsteig vorbei. Gut, danke. Ciao. Jetzt hat er uns mitgeteilt, dass wir am Bahnsteig entlang fahren, deswegen auch die 60 km/h. Im Normalfall wären wir jetzt mit 130 km/h durch Pasing durchgeschossen. Nach dem Bahnhof kann der Lokführer wieder Gas geben. Ab 160 km/h fährt er allerdings nicht mehr auf Sicht. Jetzt habe ich die Signale quasi im Führerstand. Die Signale auf der freien Strecke jetzt, die gelten für uns nicht mehr. Also die können auch rot sein.
solange hier im Führerstand uns erlaubt wird zu fahren, dann fahren wir auch. Jetzt haben wir freie Fahrt auf 9.900 Meter, knapp 10 Kilometer und dürfen 200 km/h fahren. Im Triebfahrzeug ist Lutz Jeckel der Chef. Hinten in den Waggons hat dagegen Caroline Regel das Sagen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Noch ein Hinweis zu unserem gastronomischen Service an Bord. Wir empfehlen Ihnen heute unser leckeres Rührei-Frühstück und dazu einen frisch gebrühten Kaffee. Schauen Sie doch bei uns vorbei in unserem Bordrestaurant mit Bordbistro. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Als Zugchefin ist Caroline Regel zuständig für die Kommunikation mit den Fahrgästen und der Verkehrsleitung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob der Zug pünktlich ist und die Fahrgäste ihre Anschlusszüge erreichen können. Außerdem ist die 29-Jährige verantwortlich für die Sicherheit an Bord, für die Fahrscheinkontrolle und die Technik im Passagierbereich. Also bei unserer Fahrkartenkontrolle schauen wir auch in den Toiletten, ob die Spülung funktioniert, ob das Waschwasser funktioniert vom Waschbecken. Und wir gucken auch, ob sich eventuell Schwarzfahrer in der Toilette aufhalten, da das meistens ihr Lieblingsversteck ist. Auch für den Nachschub im Bordrestaurant muss Caroline Redel sorgen. Caro, ich habe eine Stellung für dich. Oh ja, wunderbar. Für welchen Bahnhof? Am besten für Kassel, wenn du schon hinkriegst. Alles klar, mach ich fertig. Ja. Okay, ich danke dir. Gerne. Die Bestellung erledigt Caroline Regel ganz einfach per Handy. Inzwischen ist der ICE mit knapp 230 km/h unterwegs. Routine für Lutz Jeckel. Als ich im Führerstand das erste Mal über 200 km/h gefahren bin, war das Nervenkitzel pur. Weil man kann es mit einem Auto überhaupt nicht vergleichen. Wenn man jetzt bremsen möchte, brauche ich halt einfach 2 Kilometer. In der Zwischenzeit sind die Geschwindigkeiten für mich bis 250 km/h. ganz normal, also ICEs, da gewöhnt man sich halt dran. Darüber hinaus bis 300 km/h, da kommt der Nervenkitzel dann wieder hinzu, weil es doch nicht ganz alltäglich ist. Der ICE mit 330 km/h Höchstgeschwindigkeit, der Vorzeigezug der Deutschen Bahn. 1985 begann seine Geschichte mit dem Intercity-Experiment. Sein Nachfolger ist der ICE 1. Im Frühjahr 1991 treffen 5 dieser Züge nach einer Sternfahrt im neuen Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ein. In Deutschland beginnt das Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf der Schiene. Ihnen, Ihrem Team und allen deutschen Eisenbahnern wünsche ich allzeit gute Fahrt. Und ich stelle nunmehr den roten Knopf auf grün. Der ICE ist der Stolz der Nation. Endlich hat man gleichgezogen mit dem TGV des Nachbarn Frankreich. Es folgen im Laufe der Jahre der ICE 2 und ICE 3 in verschiedenen technischen Spezifikationen. Wie der ICE T, ein Zug mit Neigetechnik, der dadurch auch auf kurvigen Strecken relativ hohe Geschwindigkeiten fahren kann. Inzwischen sind die ersten ICE in die Jahre gekommen. Über 1 Milliarde Fahrgäste und der Zahn der Zeit haben ihre Spuren hinterlassen. Das ICE-Werk München Hauptbahnhof. In der 400 Meter langen Halle haben bis zu 12 Züge Platz. Gerade läuft hier ein sogenanntes Reset-Programm für die ICE 1, 2 und 3. Das heißt, die Züge, die teilweise schon 25 Jahre im Einsatz sind, bekommen eine optische und technische Auffrischung. Vor Ort geleitet wird diese Maßnahme unter anderem von Christina Dordic. Sie ist Ingenieurin der Fahrzeugtechnik. Beim Reset haben wir die Chance bekommen, unsere ICE-Fahrzeuge 1 bis 4 Tage aus dem Betrieb zu nehmen, sodass wir Zeit haben, alle Komfortmängel zu beseitigen. Zum Beispiel eben diese abgenutzten Kopfstücke, die sind einfach nicht mehr schön und das wollen wir aufhübschen. Die Monteure prüfen jeden einzelnen Sitz. Lehne, Kopfteil, Armlehne, Sitzfläche. Was durchgesessen oder zu stark abgenutzt ist, wird durch neue Elemente ersetzt. Zum Reset-Programm gehören auch kleinere optische Korrekturen, zum Beispiel bei den Bodenleisten der ersten Klasse. Ein echtes Ärgernis waren beim ICE 3 in letzter Zeit die Toiletten. Nicht nur optisch, sondern zum Teil auch technisch am Ende.
Nach vielen Betriebsjahren waren die alten Waschtischklappen schon sehr beschädigt und haben teilweise nicht mehr richtig funktioniert. Die haben sich nicht mehr richtig schließen lassen, das Klopapier hat nicht mehr richtig drin gehalten und es war für unsere Kunden einfach nicht mehr zumutbar. Also weg damit. Ansehnlicher sollen die Toiletten durch Folien werden, die Mitarbeiter einer Spezialfirma an die Wände kleben. Mosaik-Fliesenoptik mit einem Blumenmotiv. Die Folie hat aber auch einen ganz praktischen Nutzen. Hier ist ein Abwaschbar, da ist ein Anti-Graffiti-Schutz drauf. Und die sind sehr schnell zu reinigen. Da ist ein Laminat drauf, ein klares Laminat, das das Motiv auch schützt, auch vor Kratzern erstmal schützt. Und abwaschbar, halt sehr gut. Denjenigen, die sich hier mit Stiften oder Sprühdosen verewigen wollen, ist also schon mal Einhalt geboten. Und das soll auch so bleiben. Die Folie muss ein bisschen versteckt werden, damit sie nicht sofort abgeknibbelt werden kann. Deswegen kommt die auch hinterm Spiegel. Und hinter den Anbauteilen. Jetzt noch die Folienüberstände abschneiden und fertig ist die Toilette. Mit neuen Waschtischklappen und einem Desinfektionsmittelspender. Ein Unterschied zu vorher wie Tag und Nacht. Neben den Reset-Arbeiten werden im ICE-Werk München auch größere Reparaturen durchgeführt. Schlosser Alois Ellmauer hat mit seinen Mitarbeitern eine komplizierte Aktion an einem ICE mit Neigetechnik vor sich. Die Federspeierbremse von diesem Radsatz, die ist kaputt und die müssen wir jetzt tauschen. Und dazu muss man den ganzen Radsatz ausbauen, damit man an die Federspeicherbremse hinkommt zum Tauschen. Die Federspeicherbremse ist eine Bremse, die zusätzlich auch eine Feststellfunktion hat, wie die Handbremse beim Auto. Alois Ellmauer fährt jetzt einen Wechsler unter den Radsatz, eine Art hydraulische Hebeplattform. Mit der wird der Radsatz angehoben, bis er die Schienen nicht mehr berührt. Nachdem alle Schrauben und Verbindungen gelöst sind, entfernt Alois Ellmauer die sogenannte Gleisbrücke, die beim Ausbau sonst im Weg wäre. Anschließend wird das Drehgestell mit Stützen unterbaut und der Radsatz abgesenkt. Damit das 1600 Kilo schwere Teil nicht wegrollt, müssen es die Schlosser mit Keilen sichern. Jetzt hebt Alois Ellmauer den Radsatz ab und fährt ihn unter dem Zug heraus. Seine Kollegen können nun an die defekte Federspeicherbremse herankommen und sie demontieren. Wenn der alte Federspeicher ausgebaut ist, dann bauen wir da die neue wieder ein. Wenn der dann drinnen ist, können wir die Bremsbeläge wieder rein. Dann bauen wir unsere angetriebene Radsatz wieder ein. Und wenn alles fertig ist, dann bekommt der Zug eine Bremsprobe und dann kann der Zug wieder rausgehen auf die Strecke. Der ICE 1, den Triebfahrzeugführer Lutz Jäckel heute von München nach Kassel fährt, passiert jetzt mehrere Tunnel. Zur Sicht im Tunnel muss man sagen, sieht der Lokführer wenig bis gar nichts. Also bei dem Fahrzeug jetzt, der älteren Generation, da ist das Fernlicht auch nicht das Beste. Und da muss man sagen, dass man, wenn eine Person beispielsweise auf den Gleisen sind, man die gar nicht wahrnimmt. Bei den neueren ICEs, da ist der ganze Tunnel dann ausgeleuchtet. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Würzburg Hauptbahnhof. Der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. Erhöhte Aufmerksamkeit ist für Zugchefin Caroline Regel in den Bahnhöfen angesagt. Besonders kurz bevor der Zug wieder startet. Jetzt ist darauf zu achten, dass hier die Leute eben alle ein- und ausgestiegen sind, dass das abgeschlossen ist. Und jetzt haben wir hier auch schon Ausfahrt. Und dann können wir eigentlich loslegen. Caroline Regel will die Tickets der zugestiegenen Fahrgäste kontrollieren. Doch dazu kommt sie erstmal nicht. Also der Kinderwagen darf hier nicht stehen, weil es hier Ein- und Ausstiegstüren sind und sozusagen auch Fluchtwege und die müssen frei bleiben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wem der Kinderwagen gehört. Und dann schauen wir mal, dass wir den entfernen. Die Besitzerin des Kinderwagens ist zwar schnell gefunden, aber das Problem bleibt bestehen. So, die Dame weiß nicht, wie man den Kinderwagen zusammenklappt. Jetzt werde ich mir mal Hilfe holen.
meinen Kollegen und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier eine Durchsage. Der Kollege aus dem Bordbistro, bitte mal in Wagen 5 kommen. 2 Minuten später rückt der Kollege an. Was hast du denn? Ja, und zwar müssen wir mal zusammen schauen, dass wir den Kinderwagen zusammenklappen. Die Dame weiß nicht, wie es funktioniert. Und jetzt habe ich gedacht, ja, wir beide kriegen das vielleicht hin. Wenn sonst keiner hinkriegt, kriegen wir das irgendwie hin. Mit 2 Handgriffen des Kollegen ist der Wagen zusammengeklappt. Wunderbar. Ja, ne? Finde ich auch. Jetzt ja. Den tun wir den da ins Abteil rein, dann ist er aufgeräumt, weil da ist noch was frei. Während sich Caroline Regel jetzt um die Kontrolle der Fahrscheine kümmern muss, hat Zugführer Lutz Jeckel zumindest auf den ersten Blick nicht viel zu tun. In Bahnkreisen werden wir gerne als Geradeausfahrer bezeichnet, weil man nicht lenken muss. Aber man hat auf ganz andere Dinge zu achten, zum Beispiel ums Bremsen, ob Gefahren auf den Strecken sind. Und man muss den Fahrplan noch beachten. Und der besagt jetzt Tempo verlangsamen. So, jetzt bremsen wir schon den Bahnhof Fulda an. Der Hauptbahnhof Fulda. Aus der Gegenrichtung, aus Berlin, kommt gerade ein ICE der Baureihe 411 an. Ein ICET mit Neigetechnik, der auch auf kurvigen Strecken hohe Geschwindigkeiten fahren kann. Im Führerstand sitzt, zusammen mit einem Ausbilder, der 50-jährige Rico Czernetzki. Er arbeitet in Berlin und überführt Züge vom Bereitstellungsort in die Bahnhöfe. Den ICE mit Neigetechnik darf er noch nicht fahren. Die Lizenz dafür will er jetzt aber machen, im Trainingszentrum der Bahn in Fulda. Hier werden künftige ICE-Triebwagenführer unter anderem am Simulator geschult. Friedbert Kraus, einer der Instruktoren, macht den Simulator schon mal betriebsbereit. Die Hauptkomponente von dem Simulator ist die AFB, die automatische Fahr- und Bremssteuerung. Da kann der Lokführer die Höchstgeschwindigkeit einstellen. Der Zugkraftsteller, quasi wie beim Auto, das Gaspedal. Führerbremsventil, also die Bremse. Das Ebola, unser Fahrplan. Unser maschinentechnisches Display für Störungen. Und hier unten ist unsere SIVA, die Sicherheitsfahrschaltung für den Lokführer. Dieser muss der Lokführer alle 30 Sekunden betätigen. Wird festgestellt, ob der Lokführer gesundheitlich noch auf der Höhe ist. Und sollte er dies nicht bedienen, dann hält der Zug nach 30 Sekunden an. Hallo Rico. Morgen, guten Tag. Wie geht's dir? Gut. 4 Tage hat Rico Czernetzki jetzt Zeit, am Simulator die Bedienung des ICET zu üben. Dann steht die Prüfung an. Dann darf ich dich bitten, jetzt nach oben zu gehen? Gut. Ich melde mich dann, ja? Du meldest dich dann. Gut. So eine Simulatorfahrt ist schon Stress, weil nur auf den Simulatorfahrten kann man alle Störungen und Eventualitäten, die im Normalbetrieb nicht vorkommen, simulieren und erleben. Oftmals ist es so, dass man im normalen Fahrbetrieb läuft alles gut, in sagen wir 90% aller Fälle. Hier auf dem Simulator kannst du aber alles bekommen, was theoretisch schiefgehen kann. Am Fahrzeug, mit dem Fahrzeug. Und heute soll so einiges schiefgehen. So, Rico, du kannst jetzt übernehmen dein Fahrzeug. Ne? Deine Zugnummer heißt 90300. Wir fahren von Fulda los Richtung Würzburg. Okay, 90300. Das ist korrekt. Die Simulatorfahrt erfolgt in Echtzeit. Dauer laut Fahrplan 32 Minuten. Und auf geht die wilde Fahrt. Hier in Fulda können wir gleich mit 100 und dann 140 km/h aus dem Bahnhof fahren. Mein Störungstext sagt keine Störung, das ist sehr gut. Das bleibt aber nicht so. So, jetzt zeigt mir das Display, was ich fahren darf. 200. Bis 160 km/h beträgt der Bremsweg maximal 1 km. Darauf sind auch die Standorte der Signalanlagen ausgerichtet. Fährt der Zug mehr als 160, könnte der Lokführer, wenn er ein rotes Signal sieht, nicht mehr rechtzeitig anhalten. Abhilfe schafft das sogenannte Linienzugbeeinflussungssystem, das dem Lokführer ein rotes Signal schon anzeigt, bevor er es selber sehen kann. Reagiert der Lokführer nicht darauf, greift das System automatisch ein. So, jetzt fahren wir in Linienzugbeeinflussungssystem, LZB. Jetzt spiele ich ihm mal die Störung ein über Temperaturfahrmotor. Da wird sich dann eine Antriebsanlage verabschieden, erstmal für eine geraume Zeit. Störung. Justament ist eine Störung eingelaufen. Übertemperatur-Fahrmotor. Keine Maßnahmen erforderlich. Weiterfahrt mit reduzierter Antriebsleistung in dieser Traktionseinheit. Das heißt, wir fahren mit 75% Antrieb. Ja, Rico, wenn es dann länger ansteht, darfst du das ruhig mal deiner Verkehrsleitung melden? Ja, wollte ich gerade auch gerade so überlegt. Kann eigentlich nicht schaden.
Ja, schönen guten Tag, grüß dich. Hier ist der 90-300. Insgesamt richtig reagiert, bis auf die kleine Unsicherheit, ob der Vorfall an die Verkehrsleitung gemeldet werden muss. So, die nächste Störung, wo ich es einspiele, bekommt er nicht auf dem Display angezeigt, sondern er muss da selber reagieren. Störung. Störung. Scheiße. Störung. Rico Czernetzki muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Zurück im ICE 1 bei der Fahrt von München nach Hamburg. Lokführer Lutz Jeckel kennt Situationen, in denen man schlicht ratlos oder gar machtlos ist. Die übelste Situation, die ich jemals hatte, waren spielende Kinder im Gleisbereich. Die haben dann mit Schotterstein gespielt. Da habe ich dann eine Schnellbremsung eingeleitet. Aber da muss ich dazu sagen, es hätte nicht gereicht, wenn die den Gleisbereich nicht verlassen hätten. Wenn die meinen Pfiff, meinen Achtungspfiff nicht registriert hätten. Ja, da fängt man das Schwitzen an. Man wird richtig nervös, weil man sich nicht wehren kann dagegen. Man kann theoretisch nur zugucken. Man kann nur eine Bremsung einleiten und hoffen, dass das Fahrzeug vorher noch zum Stehen kommt. Es ist kurz vor 12. Im Bordrestaurant beginnt jetzt das Mittagsgeschäft. Die drei Bahnmitarbeiter in der Küche haben alle Hände voll zu tun. In Stoßzeiten müssen bis zu 80 Essen pro Stunde raus. So, einmal die Bestellung für 21. Einmal Schweinebäckchen mit Spitzkohl und Salat mit Hähnchenbrust und Balsamico. Super, okay, mache ich die fertig. Hier die drei Komponenten für die geschmorten Schweinebäckchen mit der Spitzkohl, die Kartoffelplätzchen. Das ist Convenience Food, das ist alles vorgekocht, das wird hier nur noch erhitzt. Die packt jetzt hier in den Steamer. Müssen dort eine Viertelstunde bleiben, dann sind sie richtig schön heiß. So, was haben wir noch? Hähnchenbrust. Der Vorteil an dieser Systemgastronomie, es geht sehr schnell. Und die Qualität ist auf jedem Zug die gleiche. Wir können wirklich auf jedem Zug das gleiche Produkt garantieren, mit der gleichen Qualität, die gleiche Anrichtungsweise. Insofern, jeder Gast erkennt es auch sofort wieder. So. Ich mache zwischendurch noch, bevor ich mein Essen soweit anrichten kann, noch die Gerichte für die erste Klasse. Eine Kartoffelsuppe. Na, die braucht noch einen kleinen Augenblick. Die Speisekarte in der ersten ist ähnlich wie die im Restaurant. Auch vom Preisniveau ist es die gleiche. Inzwischen sind Spitzkohl, Kartoffelplätzchen und Schweinebäckchen fertig. Es ist manchmal schon problematisch, wenn wir durch manche Weichenpfanne, Zug wackelt. Ist es schon schwierig, das alles so schön anzurichten, dass es noch wirklich nett ausschaut. Klar, rutscht auch schon mal ein bisschen was von der Speise halt über den Tellerrand. Man kann es nicht mehr gebrauchen. Ist vollkommen normal. Da muss man es halt mal neu anrichten, ne? Was Neues machen. Das ist total normal. Man steht auch immer schon recht breitbeinig, damit man immer versucht, das so ein bisschen auszugleichen. Ne? Ich richte schon mal den Salat an. Es sitzen zwei Personen an dem Tisch und wir wollen immer darauf achten, dass das Essen auch immer zusammen serviert wird, wollen auch zusammen essen. Okay, das wäre das, dann kann das jetzt serviert werden. 20 Minuten nach der Bestellung bekommen die beiden Gäste ihr Essen. Gleichzeitig, wie es sich gehört. So, dann mit der Salat, mit der Hähnchenbrust. Und einmal die geschmorten Schweinebäckchen mit dem Spitzkohl. Dankeschön. Schön. Guten Appetit wünsche ich Ihnen. Macht zusammen mit einem Viertel Liter Rotwein 32,30 Euro. Zurück im Führerstand des ICE. So, wir befinden uns jetzt auf dem Landeanflug auf dem Bahnhof Kassel. Jetzt haben wir gerade noch keine Einfahrt, also 2 Kilometer haben wir Halt erwarten. Das ist genau ein Kilometer vor dem Bahnsteig. Lutz Jeckel bremst herunter. Damit der Zug nicht komplett zum Stehen kommt, hat er die automatische Bremssteuerung deaktiviert. Jetzt haben wir Einfahrt erhalten mit einer Zielgeschwindigkeit von 100 km/h. Für Lutz Jeckel ist im Bahnhof Kassel die Fahrt erst einmal beendet. Die restliche Strecke nach Hamburg-Altona wird ein anderer Lokführer übernehmen. So, da steht auch schon der Kollege und dann werden wir alles zur Übergabe fertig machen. Zur Übergabe gehört auch ein mündlicher Bericht über technische Probleme, falls während der Fahrt welche aufgetreten sind. Also der Zug ist störungsfrei, gute Fahrt.
Lutz Jeckel hat jetzt eine Stunde Pause. Danach wird er einen anderen ICE nach München zurückfahren. Das Trainingszentrum der Bahn in Fulda. Hier übt Rico Czernetzki immer noch am Simulator. Er will die Lizenz machen für den ICET, den ICE mit Neigetechnik. Die erste Störung, die ihm Ausbilder Friedbert Kraus in den Simulator gespielt hat, hat er gut gemanagt. Doch jetzt wird das Trainingsprogramm anspruchsvoller. Der Instruktor legt ihm über das Linienzugbeeinflussungssystem LZB einen Nothaltepunkt auf die Strecke. Also ein LZB-Nothalt kann jetzt bedeuten, ein Zug wäre jetzt, sagen wir mal, 5 oder 6 Kilometer noch entfernt und sieht irgendwas auf dem Gegengleis rumliegen, sagen wir mal Bäume oder Hindernisse. Und da kann der Lokführer einen Notruf absetzen und einen LZB-Nothalt setzen. Störung. Störung. Scheiße. Störung. Rico Czernetzki hat den Nothalt nicht als solchen erkannt. Sein Zug wird vom System zwangsgebremst. Der Simulator neigt sich nach vorn. In einem Tunnel kommt der Zug zum Stehen. Diesmal funkt der 50-Jährige sofort den imaginären Fahrdienstleiter an. Ja, grüß dich, hier ist 90-300. Ich habe eine LZB-Zwangsbremsung bekommen. Ja, wie sind deine Anzeigen vorne, Kollege? Halt und 100.000 Hertz blinken. Ich sehe es aber gerade bei mir, der Rechner sagt, du hast einen LZB-Nothalt überfahren. Ist das richtig? Ja. Gut, pass auf, Kollege, ich werde mich erst mal erkundigen, was da los ist. Ich melde mich sofort wieder bei dir, ja? Ja. Also für mich ist das Schwierigste, immer sofort die Situation, die anliegt, zu erkennen. Also wenn die Meldung ist Störung, dass man dann entsprechend die Störung erkennt, abarbeitet und dabei eben nichts vergisst oder auch das Betriebliche, das Fahren nicht, weiterhin den Fahrweg beobachten. Und dieses Multitasking-Fähige ist da beim Simulator eben gefragt. Ja, wahrscheinlich ist irgendwas Unbekanntes aufgetreten. Du kriegst einen Befehl von mir, dass du weiterfahren kannst, ja? Alles klar, danke, bis dann. Eigentlich kann es jetzt weitergehen. Eigentlich. Störung. Warum lösen die Bremsen jetzt nicht? Erst Ratlosigkeit, dann die Erkenntnis. Der Geschwindigkeitsbegrenzer steht noch auf Null. Jetzt. Tja, wenn man das zum ersten Mal alles macht. Endlich rollt der Zug wieder an. Nach weiteren 3 Minuten Fahrt ist das Ziel Würzburg erreicht. So, angekommen. Nach der anstrengenden Übungsstunde im Simulator die Manöverkritik. So, Rico, die LZB-Nothalt haben wir überfahren. Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, gut, erstmal hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht sofort erkannt habe, dass es ein LZB-Nothalt war, weil ich es auch lange nicht mehr hatte. Das ist ja immer so eine Sache, dass das im wahren Leben ja sowas eher selten vorkommt. Bis zum Freitag, ja. Ja, das kruft sich jetzt ein. Genau, richtig, haben wir dann alles wieder mal gelernt und dann wird es schon klappen. Die Woche reicht, denke okay. ich. Ja. Rico Czernetzki ist zuversichtlich. Die Prüfung für den ICET mit Neigetechnik wird er schaffen. Der ICE, eine Erfolgsgeschichte. 250 Züge befördern pro Jahr rund 80 Millionen Passagiere. Allerdings gab es in der Geschichte des ICE auch einige Rückschläge. Der bitterste ist das Zugunglück von Eschede. Am 3. Juni 1998 entgleist der ICE Wilhelm Konrad Röntgen und kracht gegen den Mittelpfeiler einer Straßenüberführung. 101 Menschen kommen ums Leben. 88 werden schwer verletzt. Die Nation trauert. Auslöser des Unfalls: der Bruch eines Radreifens. Die Bahn hat ihre Konsequenzen aus Eschede gezogen. Gummigefederte Radreifen gibt es nicht mehr. Und die Wartungsintervalle wurden geändert. Räder und Wellen werden nicht mehr in Zeitintervallen überprüft, sondern abhängig von der Laufleistung. Die Räder nach 288.000 Kilometern, die Wellen je nach ICE-Baureihe alle 20.000 bis 30.000 Kilometer. An diesem ICET hier werden heute die Wellen geschallt mit Ultraschall. Die Wellen sind vergleichbar wie beim Auto die Achse. Um Fehler bei den Ultraschalluntersuchungen auszuschließen, werden die Messgeräte vor dem Einsatz selbst geprüft. Und zwar an Testwellen, die mit verschiedenen Fehlern behaftet sind. Die Prüfung ist beendet und ich muss jetzt vergleichen, ob die Vorgaben, die Testfehler alle erschienen sind
Und auf dem ersten Blick sieht es so aus, als ist die Prüfung also korrekt gelaufen, alle Fehler da. Und das muss ich aber jetzt noch mal im Detail genau überprüfen. Auch die Detailüberprüfung ergibt, das Ultraschallgerät hat alle Fehler in der Testwelle entdeckt. Jetzt kann die Prüfung am ICE beginnen. Prüfer ist Fachwerkmeister Dieter Knieps. Er hat einen Adapter auf die Welle gesetzt, durch den er die Ultraschallprüfsonde einführt. Sie schiebt sich nach vorn und scannt dabei jeden Millimeter der Welle nach Haarnadelrissen, Abnutzungen und Verformungen. Der Prüfer bekommt die Daten der einzelnen Prüfköpfe auf den Monitor. Diese rote Linien, die wir jetzt hier sehen, die auf dem Bildschirm abgebildet sind, sind sogenannte Formanzeigen. Sie entstehen durch die Übergänge vom Notschenkel, Radsitz, freien Sitz, Bremsscheibensitz, Getriebe. Hier die blaue Linie ist gerade da, wo sich mein Scanner befindet. Pro Welle, also Achse, dauert die Ultraschalluntersuchung rund 20 Minuten. Schauen wir uns die einzelnen Prüfköpfe an, ob Unregelmäßigkeiten bei dem Prüfgang vorhanden waren. Sind alle ohne Befund? Die Inspektion ist okay. Somit kann ich die Inspektion abschließen. Es folgen noch 20 weitere Wellen, die Dieter Knieps heute zu prüfen hat. In der Vergangenheit hat sich die Bahn mit dem ICE-Verkehr vor allem auf die großen Metropolen konzentriert. Die Provinz hat sie vernachlässigt. Mit einer Großoffensive beim Hochgeschwindigkeitsstreckenbau will die Bahn das ändern. Das 10 Milliarden Euro teure Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 soll die Verkehrsanbindung zwischen Ost und West und zwischen Nord und Süd verbessern. Von Berlin nach München dauert die Fahrt mit dem ICE dann nur noch 4 Stunden. Im Fränkischen, zwischen Erlangen und Bamberg, befindet sich eine der größten Baustellen der Bahn in Deutschland. 10 Kilometer lang, jede Menge schweres Gerät und 400 Arbeiter. An einem der Abschnitte müssen die Gleise der ICE-Trasse über Brückenbauwerke die Regionalbahnstrecke kreuzen. Außerdem wird durch den viergleisigen Ausbau mehr Platz gebraucht. Weil links die Autobahn verläuft, kann nur nach rechts verbreitert werden. Die Aufsicht über diese Großbaustelle hat Dieter Hilbig, Leiter der Bauüberwachung. Unser Problem hier ist dieser abrutschgefährdete Hang Hölzler, der die gesamte Bahnlinie gefährden könnte. Daraufhin mussten wir 1,80 Meter Durchmesser, 4 Reihen Bohrpfähle gründen, 20 Meter tief. Die Löcher für diese 300 Betonpfähle bohrt dieser 180 Tonnen schwere Großbohrer. Doch irgendetwas am Antrieb klemmt. Dieter Hilbig, der mit seiner Baustelle unter Zeitdruck steht, erkundigt sich bei den Monteuren. Die erklären ihm, dass Öl ausgelaufen ist und vermuten einen Defekt bei den Dichtringen. Wir müssen jetzt noch schauen, ob hier die Ringe verschlissen sind. Ansonsten funktioniert die ganze Anlage nicht mehr und da muss eben repariert werden. Nach mehreren Prüfungen mit Messgeräten steht fest, die Reparaturen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Also leider eine leichte Havarie hier, die mechanischen Teile sind defekt. Die Lieferung der Teile erfolgt erst heute Abend, respektive morgen früh. Und wir werden wahrscheinlich erst morgen weiter bohren können. Der Zeitdruck ist dadurch noch höher, weil die Arbeiten müssen in 4 Wochen spätestens abgeschlossen sein. Ansonsten gefährdet das die gesamte Baumaßnahme. Eine weitere Engstelle auf einer der größten Baustellen der Bahn ist die Ortschaft Breitengüßbach. Hier wird ein neuer Bahnhof gebaut und die Trasse durch die Ortschaft muss verbreitert werden. Ein schwieriges und kostspieliges Unterfangen, denn rechts und links der Trasse stehen Häuser. Deshalb müssen auch hier Bohrpfähle aus Stahlbeton gesetzt werden. Problem war hier der große Einschnitt von ursprünglich 3 Gleisen auf 4 Gleisen zu erweitern, weil die Häuser ziemlich nah an der Bahnlinie sind, mussten wir umprofilieren. Und zwar wie folgt: von ursprünglich 2 Gleisen auf 4 Gleise in diesem Kastenprofil und mussten senkrecht hier diese Bohrpfähle einbringen. Und zwar insgesamt 5000 auf einer Länge von 800 Metern. Die reinste Fließbandarbeit. Gerade beginnt die nächste Bohrung. Sie hat einen Durchmesser von 90 cm. Der Bohrkopf frisst sich durch Gestein und Erdreich.
Im Inneren des Bohrrohrs transportiert eine Förderschnecke den Abraum nach oben, von wo aus er nach unten fällt. Damit dabei für Anwohner und Arbeiter nicht zu viel Staub entsteht, ist das Bohrrohr außen verkleidet. Nach knapp 10 Minuten ist die Tiefe von 8 Metern erreicht. Eine Pumpe befördert jetzt den Beton durch einen Schlauch ins Bohrloch. Und zwar über das obere Ende des Bohrrohrs, das dabei langsam herausgezogen wird. Geschafft. Während der Großbohrer schon das nächste Loch in Angriff nimmt, räumt ein Bagger den Abraum vom letzten Loch weg, in dem jetzt der Beton schwimmt. Als nächstes wird die Bewehrung eingebracht, ein Stahlgeflechtkorb. Der muss genau senkrecht und mittig ins Betonloch, und zwar mit der verstärkten und grün gekennzeichneten Seite in Richtung Hang. Zunächst haben wir die Bohrlöcher hier lückig eingebracht. Wenn der Beton abgebunden hat, werden noch diese Lücken durch weitere Bohrlöcher geschlossen, sodass wir eine geschlossene Bohrwand, wie da drüben zu sehen ist, hergestellt haben. Man spricht dann von den sogenannten überschnittenen Bohrfallwänden. Nur noch 5 Monate Zeit. Dann sollen hier die Züge rollen. Rund 40 Kilometer südlich Richtung Erlangen. Hier sind bereits die Gleisbauarbeiten in vollem Gange. Pro Meter werden dafür 4,5 Tonnen Schotter gebraucht. Eines der Gleise in diesem Abschnitt ist fast fertig. Für das zweite werden gerade die Schwellen verlegt. 1500 müssen pro Tag aufs Schotterbett mit 60 cm Abstand von Mitte zu Mitte. Jede der Spannbetonschwellen wiegt rund 200 Kilogramm. Da sind 4 Spannglieder drin, die die Biegezugfestigkeit der Schwelle deutlich erhöhen. Die Spannglieder werden rechts und links von der Schalung mit rund größer 50 Tonnen vorgespannt. Dann wird der Beton eingegossen und wenn der Beton eine bestimmte Festigkeit kriegt, dann wird die Spannglieder getrennt. Wenn diese Spannglieder nicht drin sind, besteht die Gefahr, dass die Schwelle durch die Zugbelastung hier außen, wo die Schiene liegt, in der Mitte bricht und damit besteht dann die Gefahr einer Entgleisung. Die Arbeiter um Polier Thomas Dolitzig stehen unter Zeitdruck und arbeiten im Zweischichtbetrieb. 900 Meter müssen sie pro Tag schaffen und zwar so präzise wie möglich. Wichtig bei der Einzelschwellenverlegung ist, dass die Flucht ziemlich genau stimmt, um die Kollegen, die nachher später die Schiene aufsetzen, einige Arbeit zu ersparen. Sollte das nicht stimmen mit der Flucht, müssten die Kollegen jede einzelne Schwelle noch mal nachregulieren mit Brecheisen und so weiter. Und um uns diese Arbeit zu ersparen und den Zeitplan zu erhalten, muss die Vorarbeit exakt ausgeführt werden. Immer wenn ein paar hundert Meter Schwellen verlegt sind, macht der Bauzug Platz für die Schienenleger. Die rücken mit einem Bagger an, der auch auf den Gleisen fahren kann. Einerseits mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken und andererseits Züge, die schon seit 1991 im Einsatz sind. Es wird Zeit für einen neuen ICE, den ICE 4. Der steht bereits in den Startlöchern und unterscheidet sich in vielen Punkten von seinem Vorgänger. Beim ICE 3 waren immer 3 Wagen gekoppelt zu einer festen Antriebseinheit. Und somit konnten immer nur 3 oder 4 Wagen dazugestellt werden, um eine Verlängerung des Zuges zu realisieren. Beim ICE 4 haben wir die einzelnen Antriebseinheiten in einzelne Wagen gebündelt, in eine autarke Antriebseinheit und können so sehr flexibel verschiedene Zulängen realisieren. Sprich, beim ICE 4 können auch einzelne Wagen dazugestellt werden. Außerdem sind die Wagen länger und es gibt weniger Kuppelstellen, also mehr Platz für Fahrgäste. Ein weiteres Augenmerk haben wir bei diesem Zug auf Energieeffizienz und aerodynamische Ausgestaltung gelegt. Ein Beispiel hierfür ist diese Verkleidung an den Endwagen, an den Köpfen. Dort sind jetzt entsprechend aerodynamisch effiziente Verkleidungen eingesetzt worden, die eine deutliche Reduzierung des Fahrwiderstands bewirken und beitragen, bis zu 30% weniger Energie zu verbrauchen. Gefertigt wird der ICE bei Siemens. Doch bei der heutigen Fahrt sind auch Mitarbeiter der Bahntochter DB Systemtechnik dabei. Im Auftrag von Siemens sollen sie Sicherheitstests durchführen.
Heute testen wir einen Gleitschutz. Das wäre vergleichbar zu einem ABS vom Auto. Dafür verwenden wir Seife, die sich in Wassertanks befindet. Und die wird vom Innen nach außen eingefügt. Somit bildet sich ein Schmierfilm an der Schiene. Wir wollen sehen, ob die Räder blockieren beim Bremsen. Für Notbremsungen werden zusätzlich auch die Magnetschienenbremsen eingesetzt. Die Tests können beginnen. Im Führerstand sitzen die beiden Versuchslokführer Heiner Albert und Ulrich Baum. Sie führen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten Bremsungen durch. Mal mit und mal ohne Seifenlauge vor den Rädern. Wir befinden uns hier im ersten Triebzug des IC4. Er ist ungefähr ein Vierteljahre alt und seit dreiviertel Jahr im Einsatz für Versuchsfahrten. Wie man sieht, wird das Interieur abgedeckt, um eben verschiedene Tests durchzuführen und zu vermeiden, dass die Inneneinrichtung dann auch zerstört wird. Wir ballastieren hier mit verschiedenen Gewichten den Zug und simulieren so unterschiedliche Gewichtszustände, sodass wirklich alle Szenarien auch getestet werden können. Erstes Szenario, eine Notbremsung. Sie soll bei Tempo 170 stattfinden und im Fahrgastraum ausgelöst werden. Achtung, zack. Ohne Schmierseife auf den Schienen braucht der ICE4 knapp 55 Sekunden, bis er aus 170 Stundenkilometern zum Stehen kommt. In einem Waggon in der Mitte des Zuges befindet sich die Messstation. Hier laufen die Daten der Bremsungen ein. Man sieht unter anderem hier die Temperaturen der Bremsscheiben. Man sieht hier die Kräfte der dynamischen Bremsen, der elektrischen Bremsen. Man sieht hier die einzelnen Drehzahlen der Radsätze. Man sieht hier Bremszylinderdrücke. Die für uns relevanten Signale werden entsprechend aufbereitet. Und hinten raus purzelt unter anderem der Bremsweg. In diesem Fall 1,6 Kilometer. Ein guter Wert. Die nächste Bremsung soll mit Schmierseife auf den Schienen stattfinden. Bei Höchstgeschwindigkeit, also 250 km/h. Zurück beim Trassenbau für das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8. Nördlich von Erlangen beginnt jetzt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke die Schienenverlegung mit einem Bagger, der auch auf den Gleisen fahren kann. Die einzelnen Schienen sind 120 Meter lang und wiegen 7 Tonnen. Obgleich aus Stahl, scheinen sie biegsam wie Spaghetti. Jetzt noch die andere Seite. Zwischen den Schienenenden bleiben immer 1 bis 2 Zentimeter frei. Das sind jetzt 2 Schienenlaschen, die den Schienenstoß verbinden, damit die Bauzüge da drüber fahren können und die Lastverteilung ausreichend den Stoß sichert, damit die Schienenenden nicht verbogen werden. Die Schiene wird jetzt einseitig geklemmt, auf der anderen Seite bleibt sie frei, damit die Wärme-Kälte-Ausdehnung dort innerhalb von den Laschen passieren kann und die Schiene trotzdem weitergeführt ist. Anschließend bringen die Arbeiter eine Muttersicherung an, damit sich die Schienenlasche nicht lösen kann. Jetzt kommen die Schraubmaschinen zum Einsatz. Zuerst werden die Muttern gelöst, dann die Schwellenklammern über den Schienenfuß geschoben, bevor die Muttern wieder mit einem Drehmoment von 180 Newtonmetern festgeschraubt werden. Die Schrauben, die sind gefettet. Das hat 2 Funktionen. A, zum Verschrauben, zum Verspannen, da das Drehmoment reduziert wird. Und zweitens zum Abdichten, dauerhaften Abdichten des Schraubloches, damit dort kein Wasser eindringen kann und auch keine Frostwirkung oder Ähnliches zum Sprengen von der Schwelle führt. Beim Auflegen der Schienen haben sich einige Schwellen verschoben. Die Arbeiter müssen sie per Brecheisen wieder auf 60 cm Abstand zueinander bringen. Die Gleise sind zwar jetzt gelegt,
Doch bevor der ICE hier mit 230 Stundenkilometern durchrasen kann, sind noch einige Arbeitsschritte zu erledigen. Die Schienen sind jetzt mit den Schwellen fest verbunden. Das heißt, der Gleisrost ist fertig. Als nächster Arbeitsschritt wird der Bereich bis auf Schienenoberkantenhöhe circa eingeschottert, komplett. Dann kommt eine Maschine, eine Stopfmaschine, die dann die Schwellen hochhält, nochmal richtig unterstopft, damit die Endlage erreicht wird in der Solllage plus minus 2 mm. Und als Abschluss, wenn die Schiene in Endhöhe liegt, wird hier die Schweißverbindung hergestellt. Dann haben wir ein lückenloses Gleis und die Schiene ist fertig befahrbar. Für den Neu- und Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken hat die Bahn strenge Auflagen in puncto Lärmschutz bekommen, damit die Anwohner nicht aus den Betten fallen, wenn der ICE durchdonnert. Das ist jetzt eine spezielle Mittelwand zwischen den späteren vier neuen Gleisen. Wir haben hier Aluminiumelemente, die sind auf der Bahnseite perforiert. In der Mitte ist eine Steinwolle als Geräuschresorption. Das heißt, dass die Wände keinen Schall von Fahrgeräuschen, Windgeräuschen zurückstrahlen lassen. Das sind fertige Kassetten, die auch eine Mittelsteifigkeit haben, damit die hohen Windsogdruckbelastungen vom ICE aufgenommen werden können. Zwischen Wolfsburg und Stendal muss der neue 15.000 PS starke ICE 4 jetzt den nächsten Bremstest machen. Und zwar aus der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Geprüft wird der sogenannte Gleitschutz, vergleichbar mit dem Anti-Blockiersystem beim Auto. Um den Gleitschutz zu testen, tun wir Wasser mit Schmierseife mischen. Und das wird dann vor die Antriebsachsen gesprüht. Wenn dieser Gleitschutz nicht funktioniert, dann verlängert sich der Bremsweg dadurch. Dann tun also die Räder blockieren und schleifen im Stillstand praktisch über die Schiene. Und das erzeugt also Flachstellen in der Lauffläche. So, 2000 Meter. 1000. Messung läuft, Sprühen läuft. Achtung. Zack. Zwangsbremsung. Das Gleitschutzsystem scheint zu funktionieren. Versuchslokführer Ulrich Baum, der 1991 schon den ersten ICE 1 gefahren hat, ist zufrieden. Der ICE 4 hat ein sehr innovatives Bremssystem, sowohl als auch im Pneumatikbereich wie im elektrischen Bremsbereich. Und das kann man schon als ausgezeichnet bezeichnen. Ja. Das direkte Bremssystem hat für den Lokführer natürlich subjektiv auch ein sehr positives Empfinden, weil das Handling sehr, sehr schnell und sehr, sehr direkt ist. Kann auch Versuchsleiter Andreas Stief den Eindruck des erfahrenen Lokführers bestätigen? Wir haben hier die Bremszylinderdrücke und durch das Gleitschutzsystem wird der Druck reduziert und wieder aufgeschaltet. Und wir haben hier die einzelnen Radsatzgeschwindigkeiten, wo man sieht, dass sich die Radsätze in Schlupf befinden. Das heißt, die drehen etwas langsamer, als das Fahrzeug tatsächlich fährt. Letztendlich kann man sagen, der Schlupf darf weder zu groß sein, noch darf er zu klein sein. Und genau das haben die Bremssysteme erfüllt. Verlaufen die weiteren Tests ebenso erfolgreich, wird der ICE 4 die Erfolgsgeschichte der Hochgeschwindigkeitszüge fortsetzen.